I'm a G, but you knew this. Was geht ab, Leute? Der Panda ist für euch back am Start mit einem brandneuen Call of Duty Black Ops 3 Zombies Video. In den letzten Tagen kam ja wieder ein bisschen sporadisch News. Ich hatte ja, wie gesagt, in dem letzten Video dazu auch noch was gesagt. Ich werde relativ wenig News in nächster Zeit auch machen können. Dementsprechend immer ein kleines Roundup in der Woche. Schreibt das auf jeden Fall mal gerne unten in die Kommentare, ob ihr gerne mal so ein Roundup Video pro Woche haben möchtet, wo ich ein paar Sachen vielleicht ein bisschen besser recherchiere, als nur die ganze Zeit die Leaks zu posten. Dementsprechend seid auf jeden Fall morgen um 19 Uhr am Start. Ich werde morgen Abend wieder streamen. Wie gesagt, die ganze Zeit habe ich ja schon gestreamt. Ich würde mich freuen, wenn jeder einzelne von euch auch gerne mal da vorbeikommt und ein Follow da lasst. Wäre auf jeden Fall richtig nice. Danke nochmal an 1000 Follower auf Twitch. Danke nochmal an über 1000 Likes auf Facebook. Wie gesagt, wir sind erst bei Twitch schon auf 1500 nach einer Woche. Ist extrem krass, was da abgeht. Aber wie gesagt, wir schauen uns jetzt mal das gemeinsame Bild an, was auf Twitter rumgegangen ist, wo man aus dem Event von Black Ops 3 Zombies den Hintergrund mit zwei Bildschirmen sehen konnte, wo eben das Menü gezeigt worden ist. Es hat extreme Ähnlichkeiten mit dem Black Ops Menü aus der Beta. Das heißt, man sieht in der Mitte eben den Charakter, den man ausgewählt hat. Das heißt, man kann wahrscheinlich vorher eben den Charakter auswählen. Wo wir dann auch zu dem ersten Punkt kommen, nämlich es ist leider Gottes, denke ich mal so, dass man vorher eben den Charakter auswählt mit einer bestimmten Spezialfähigkeit. Dazu kommen wir dann später nochmal kurz. Das heißt, es wird wahrscheinlich nicht so sein, dass man eben einen Charakter zugewiesen bekommt, wie in den ganzen vorigen Teilen. Das ist auf jeden Fall schade, weil sich kloppen dann wahrscheinlich alle um die besten Charaktere. Bin ich mal gespannt, wie das ausgeht, aber jedenfalls denke ich mal, dass es in die Richtung geht, weil es sehr, sehr ähnelt, jedenfalls von der Aufmachung her, von der Beta. Und im Vordergrund sehen wir den Kopf und rechts davon eben diese 4x5 Matrix mit den Gumballs, meiner Meinung nach, unterteilt eben in verschiedenen Farben. Und ich kann, denke ich mal, davon ausgehen, jeder der einzelnen Kombinationen ist halt wahrscheinlich ein Spieler. Das heißt, wir gucken eben vertikal eben jeder Spieler, sind 4 Spieler insgesamt, jeweils kann 5 Gumballs ausgewählt werden. Es kann sein, dass diese Fähigkeiten eben zugewiesen werden oder dass jeder die einzeln aussuchen kann. Das müssen wir sehen, wie gesagt, wenn das wirkliche Gameplay kommt. Aber ich denke mal, auf jeden Fall kann es kombiniert werden eben mit der Spezialfähigkeit, wo ich auf jeden Fall jetzt gerade nochmal eingehen möchte. Nämlich die Spezialfähigkeit sind ja so wie im Kampagnenmodus als auch im Multiplayer natürlich bestätigt. Das haben wir im Internet schon spielen können. Dementsprechend bin ich auch der Meinung, dass es in Zombies so geben wird. Weil wenn wir uns den Black Ops 3 Shadows of Evil Trailer angucken, da gibt es ja diese Schwerter-Szene und diese individuellen Moves, die gemacht werden. Das heißt, bei bestimmten Spezialfähigkeiten im Multiplayer war es ja auch schon so, da konnte man eben bestimmte Arten von Bewegungen nicht machen, außer man hat eben eine Specialist-Fähigkeit. Ich denke mal, das transferiert sich auch auf den Zombie-Modus und ich bin mal gespannt, wie sich das dann spielen lässt. Kommen wir jetzt nochmal zu dem Charakter an sich. Die meisten Leute schreiben in den ganzen Reddit-Foren eben, dass der Hintergrund da eben darauf hinweist, dass es eben eine bestimmte Map ist. Ich denke mal nicht, weil das wird immer noch Shadows of Evil sein, die da auch eben angespielt worden ist. Das heißt, der Hintergrund wird sich immer an die Story oder an die jeweiligen Charakter eben anpassen. Das ist meiner Meinung nach eben immer individuell, welche Fähigkeit der Charakter hat oder welche Charakter an sich ausgewählt worden sind. Das war's dann auch grundsätzlich zu diesem Video. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Schaut auf jeden Fall morgen beim Livestream vorbei. Der Link dazu ist oben in der Videobeschreibung. Und bis dahin, Jungs, macht das gut. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.